Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind im Turm und sollen unseren gefangenen König, da oben ist er, befreien. Dafür haben wir aber ein kleines Rätsel. Wir sollen diese Lichter wohl aktivieren. So, die reflektieren und wir sollen das wohl in die Mitte leiten. Tendenziell würde ich sagen. Dreh. Passiert da was? Ah, ja, jetzt. Okay, nochmal. Ist hier nix. Warum passiert da nix? Okay, kann man den auch drehen? Wieso? Ah, jetzt hier. Okay, wir müssen dann wahrscheinlich doch hier rum. So, jetzt hat er den. Hallo? Ich verstehe es. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, ich verstehe es nicht ganz, aber gut. Und? Einmal in die Mitte, bitte. Reicht das jetzt? Ja, muss er jetzt nur hier hin, oder? Hier passiert wohl nichts mehr. Ja, ist ja gut jetzt. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen die zerstören, ne? Kann das sein? Na komm. Und? Warte. Also rein theoretisch könnte ihn da hinten doch jetzt schon treffen, oder? Müssen wir jetzt einmal außen rum. Abgeschlossen. Gut. Jetzt müssen wir noch auf die andere Seite. Das gleiche Spielchen hier. Und wo müssen wir rennen? Wir müssen da rüber. Okay. Es passiert nichts. Noch einmal. Das ging schnell. Geht der denn jetzt direkt hier rüber? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Wäre ja wieder zu einfach, um wahr zu sein. Oder doch? Er will dahin. Will ich aber nicht. Ich will, dass du woanders hingehst. Geht das nicht? Noch einmal. So, du musst jetzt nur noch den Kollegen da drüben treffen, dann haben wir's. Jetzt?
Jetzt? Okay. Sprecht mit dem König. Hallo König. Endlich Freiheit. Meine Berechnungen haben ergeben, dass eure Wahrscheinlichkeit zu versagen leicht höher war als eure Erfolgsaussichten. Aber ich vermute, dass ihr schon oft die Wahrscheinlichkeit geschlagen habt. Ich danke euch. Seid ihr verletzt? Nein, ich bin vielleicht ein bisschen müde, aber unverletzt. Mein Geist ist allerdings weiterhin scharf. Mhm. Ich schlage vor, dass wir von diesem Ort entfliehen. Es ist die einzig taktisch kluge Entscheidung, die wir fällen könnten. Gut, dann lasst uns diesen Ort verlassen. Einverstanden. Erlaubt mir ein Portal zu Meridian. Ja, das wäre nett. Dort können wir uns unterhalten. Das wäre nett. Und? Klups. Dieses Portal führt in die Leere. Jawohl, ja. Wir reden weiter, wenn wir innerhalb ihrer Mauern. Gott sei Dank. Und ich glaube, damit sind wir mit der Hauptquest hier in Kalthafen durch. Wir haben alle drei Anführer befreit, meines Erachtens. Weiß ich nicht mehr genau. Er war jetzt der Letzte. Wir werden es gleich erfahren. So. Sprecht mit dem König höher. Wo sind wir denn jetzt hier? Okay, hier haben wir noch eine Quest zum Abgeben. Hier haben wir die Bank. Das machen wir jetzt als erstes. Boah, nehme ich Platz im Inventar. Vielleicht können wir ein paar Bankslots noch erweitern. Wenn es noch finanziell drin ist. So, Angie. Ein sicheres Gewölbe erzeugt ein selbstsicheres Herz. So, können wir... Nein, alles einlagern. Können wir dich einlagern? Ja, dich nicht, dich nicht, dich. Drachenblut geht nicht, dunkles Fleisch geht auch nicht. Ebenenkraut geht. Dumm. Ich. Gut, wir probieren es weiter. Die gehen nicht. Mann, der gar nichts hier. Komm, ein, zwei Sachen noch. Gut, wo können wir denn jetzt Bankplatz kaufen? Bei ihr? Ein sicheres Gewölbe erzeugt ein selbstsicheres Herz. So. Hat uns jetzt auch nicht viel gebracht. 10 Plätze, aber mindestens ein bisschen wieder. Weltliche Rune. Wildleder. Wie viel geht noch? 2. Und das war's. Jesus, Jesus. Okay. Dann gehen wir jetzt noch eine Quest ab. Wo ist denn die?
Die Musikantin, da haben wir ja die, ja die Person, die Fiedel gefunden haben. Zum strahlenden Stern. Vielleicht können wir hier auch noch ein bisschen verkaufen. Ist hier irgendeiner zuständig für... Willkommen, Freund. Ich... Verkauf. Was können wir denn hier noch loswerden? Ein Dietrich. Dunkles Fleisch, Fett, Fisch, Fischschleim, Gewürze. Haben wir noch Schrott? Ja, im Endeffekt alles Schrott, aber man weiß ja nicht. Oh, sieht nicht so aus. Ja, den behalten wir nochmal. Ja, wir müssen jetzt noch einiges entzaubern, dann hätten wir Platz. Ihr habt sie gefunden? Wie wunderbar. Ich habe meine Laute Verlar so sehr vermisst. Oh, vielen Dank. Ich bin so glücklich. Ich glaube, ich möchte jetzt gern ein Lied spielen. Mhm. Oh, Verlar, lasst uns gemeinsam schöne Musik machen. Mehr Ausdauer und dafür weniger Magika, dafür mehr Rüstung. Ja, komm, die zieh mal an. Ich bin so froh, dass ich einfach nur singen könnte. Wie seid ihr überhaupt in die Grotte gelandet? Als unsere Stadt in Kalthafen landete, wurden wir alle über die Gegend verstreut. Ich suchte Unterschlupf in einer Höhle. Ein großer Fehler. Die Dremora dort drin feierten irgendein krankes Fest. Sie zwangen mich zu spielen und zu spielen und zu spielen. Aber ihr konntet entkommen? Nach mehr Jahren, als ich mir ins Gedächtnis rufen möchte. Sie gewährten mir alle paar Tage kurze Ruhepausen. Doch dafür nahmen sie mir meine Laute weg, damit ich nicht davonlief. Schließlich ertrug ich das alles einfach nicht mehr. Ich habe die arme Verlar zurückgelassen und bin hierher zurückgekommen. Okay. Gut. Dann wollen wir mit dem König reden. Das schaffen wir in der Folge noch. Wo ist denn der? Sicher die Ausgrabungsstätte. Ich spreche mit dem König. Lüt, kommen wir jetzt hier mittlerweile rein? Ja. Tja. Übungsgelände der Kriegergilde. Mann, da drin war es gerade so schön. Jetzt ist wieder. Naja. Ich muss mir einen Überblick über unsere Ressourcen verschaffen, um festzustellen, wie viele davon wir zum Einsatz bringen können. Erst dann kann ich eine Strategie entwickeln, die es uns erlauben wird, diesen Krieg zu gewinnen. Aber vergebt mir, ich wollte eigentlich ausdrücken, dass ihr im Turm Vortreffliches geleistet habt. Danke, danke. Es ist gut, wieder in dieser alten Stadt zu sein. Ich muss unsere Stärken und Schwächen einschätzen, um zu bestimmen, wie wir am besten Molag Bal angreifen können. Wenn wir zuschlagen, bevor wir genügend Truppen versammelt haben, dann fürchte ich, dass wir diesen Krieg verlieren werden. Was schlagt ihr vor? Die Soldaten. Jene, die sich die Kriegergilde nennen. Sie scheinen stark und geschickt zu sein, zumindest auf den ersten Blick. Ich werde sofort mit ihrem Anführer sprechen. Ich bin nicht sicher, wer diese Streitmacht befehligt. Kein Anführer? Diese Situation ist nicht hinnehmbar. Ich übernehme das Kommando über die Streitkräfte dieser Kriegergilde. Das ist die einzige vernünftige Lösung. Sprecht mit den Leuten in diesem Gebäude. Sobald ich mich mit der Stadtwahrerin besprochen habe, stoße ich zu euch. Okay. Euer Nörgeln wird langsam lästiger als mein hartnäckiger Ausschlag. Wir haben endlich einen sicheren Ort gefunden. Und ohne einen Plan, hier wieder herauszugehen, wäre sogar mir zu töricht. Ihr wollt, dass wir uns hinter diesen Mauern verstecken? Dass wir unsere Kameraden sterben lassen, während ihr entspannt an eurem Wein nippt? Ihr habt keine Ehre im Leib, Ritter. Erzählt mir nichts von Ehre, Elf. Ihr habt ja keine Ahnung, was ich gesehen und durchgemacht habe. Einen Moment, meine Herren. Unterbrecht euer Streitgespräch für einen Moment und begrüßt unseren Gast. Meinten die gerade mich? Komm gleich.
Gut, hier ist nichts zu holen. So, wer wollte mit mir reden? Darien. Bitte entschuldigt diese unwürdige Vorstellung. Diese unbedachten Äußerungen sind natürlich nur Redewendungen. So, ich schätze, ihr wisst mehr über diesen Ort als alle anderen. Wo bekommt man hier zum Beispiel einen ordentlichen Schluck? Die Stadt ist eine sichere Zuflucht, ein Ort, an dem wir uns neu sammeln und organisieren können. Eine sichere Zuflucht, ha? Ich hätte wirklich nicht erwartet, in einem derart finsteren Reich irgendwo bunte Blumenpracht und klares Wasser zu sehen. Ich nahm eigentlich an, wir gehen einem viel zu frühen und viel zu schmerzhaften Tod entgegen. Schön zu sehen, dass ich mich diesmal getäuscht habe. Wer führt diese Gruppe an? Das ist eine gute Frage. Ich habe gehört, dass Hauptmann Alfauri getötet wurde, kurz nachdem wir zerstreut worden waren. Ich hatte gehofft, hier einen anderen Offizier zu finden, aber ich hatte kein Glück. Ich habe einen Aleiden-König gerettet. Er möchte aber helfen, unsere Streitkräfte zu sammeln. Ein Aleider? Oder so. Wir dachten, sie wären alle, ihr wisst schon, na, fast. Tot. Andererseits ist dies die Ebene eines dädrischen Fürsten. Ich sollte mich von solchen Enthüllungen wirklich nicht mehr überraschen lassen. Ich habe das Gefühl, mich erwarten noch merkwürdigere Offenbarungen, bis diese Sache hier vorbei ist. Okay. Und du? Helft mir bei, Soldaten! Wir haben einen Krieg zu gewinnen und keine Zeit zu verlieren! Was in Auriels Namen ist das? Wer seid ihr? Das ist also der letzte Aileider, was? Ich hätte ihn mir staubiger vorgestellt. Das passiert doch, wenn Elfen sehr, sehr alt werden, oder? Halt den Mund, Gek! Wer führt diese Gruppe an? Tretet vor und sprecht. Dann erlaubt mir, das richtig zu stellen. Ich werde euch anführen. Wir werden eure Kameraden zurückholen und eure Mission beenden. Wenn das nicht gut genug für euch ist, sind eure Dienste nicht weiter gewünscht. Ich weiß nicht, wer ihr seid, aber ihr gehört nicht zur Kriegergilde. Ihr habt keine Autorität über uns. Fordert ihr mich dann heraus? Wollt ihr, dass ich euch töte, um euren Gefährten meine kämpferischen Fähigkeiten zu beweisen? Das käme mir ganz gelegen. Er ist irgendwie lästig. Mhm. Wie könnt ihr von uns erwarten, dass wir unser Leben für jemanden geben, den wir noch nie getroffen haben? Wenn ihr überleben wollt, wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr mir vertrauen. Erlaubt mir zu erläutern, warum ihr meine Führung braucht. Wir sollten eine Lösung finden. Ich kann eure Vorbehalte nachvollziehen, aber unter meiner Führung wird die Kriegergilde uns helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier einen Cut und in der nächsten Folge werden wir mit der Stadtwahrerin reden. Ich danke dir draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.